Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich habe etwas rausgefunden. Und zwar nenne ich das mal ein SD2IC 1541 Problem. Und zwar gibt es wohl Probleme im Zusammenspiel mit einer echten Hardware und einer SD2IC. So, wie ich in einem meiner letzten Videos gezeigt habe, wollte ich das Verbindungsproblem mit dieser SD2IC-Karte umgehen. Was heißt umgehen? Ich wollte das halt eben dementsprechend lösen. Das wäre vielleicht der bessere Ausdruck. Und zwar kommt die ja hier hinten rein in den seriellen Port. Der blaue Anschluss ist ja im Grunde genommen nur ein Stromanschluss für die SD2IC-Karte und kann dann dementsprechend hier vorne dann das serielle Kabel reinstecken. Also dieses hier. Und das geht dann in die echte Floppy hinein. Das funktioniert auch soweit. Nur es gibt einige Spiele, zum Beispiel Zack McCracken, Maniac Mansion und da war glaube ich noch ein drittes Spiel, was mit dieser Kombination aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ich habe mich immer gewundert, warum kann ich diese Spiele nicht mit von einer Original Floppy laden? Warum funktioniert das nicht? Dann habe ich erst gedacht, okay, Final Cartridge, stecken wir mal raus. Geht immer noch nicht. Dann habe ich mal nur die Floppy reingesteckt. Ohne SD2IC. Dann hat es funktioniert. So, dann habe ich natürlich nur das Problem, wenn die drin ist, wie kann ich die dann deaktivieren? Also ich habe hier nichts gefunden, um das zu deaktivieren. Vielleicht gibt es da dann auch irgendwie noch einen Trick. Aber sobald die angeschlossen ist, die ist auf 9 geswitcht, ist sie ja jetzt auch, die ist auch auf 9 geswitcht und die Floppy ist auf 8 geswitcht. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, eine Original-Floppy muss immer eine 8 haben, sonst gibt es beim Nachladen ja Probleme, das ist ja allgemein bekannt. Aber sobald die dann dazwischen steckt, funktioniert das nicht. Genau wie jetzt, wenn das jetzt so angeschlossen ist, mache jetzt hier gerade einen Kopiervorgang, das funktioniert auch mit Drahtkopie. Jetzt überspiele ich praktisch von der SD2IC auf die echte Floppy. Das funktioniert ohne Probleme. Und dann kann man das auch so miteinander verbinden. Nur, wenn ich jetzt Zack McCracken oder meine Madison als Beispiel von hier aus starte, lass die drin, die hat 9, die hat wie gesagt 8, dann wird der irgendwann mittendrin den Ladevorgang abbrechen. Das ist das Komische, auch mittendrin auch noch. Und sobald ich aber die jetzt rausziehe, natürlich Computer erstmal ausmachen, rausziehen, starten, laden, dann funktioniert es. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, das liegt an der SD2IC-Karte als solches. Ne? Vielleicht gibt es auch noch bauliche Unterschiede mit den Chips und so weiter. Aber das Problem ist bei beiden. Egal, ob ich jetzt die reinstecke oder die reinstecke, sobald das irgendwie miteinander verbunden ist, laufen diese Spiele nicht mehr. Ich muss jetzt in dem Fall dementsprechend wieder rausziehen. Dann kann ich ganz normal das Programm laden. Ja, das so als kleiner Hinweis, auch für die Leute, die vielleicht das gleiche Problem haben. Jetzt werde ich die Karte wieder ja, zu den Akten legen und werde wieder auf meine alte SD2IC-Karte zurückgreifen. Nur ich brauche jetzt definitiv ein längeres Kabel, weil so ist das ja nicht gerade allzu schön. Da suche ich noch ein geeignetes Verlängerungskabel. Sollte ja nicht länger als 1,50 Meter sein. Ja, minus, weiß nicht, was sind das, 10, 15 Zentimeter. Also ein guter Meter darf das ja nur lang sein in dem Fall. Und dann muss das eigentlich funktionieren. Dann kann die Floppy wieder ordentlich hier drunter. Und der Computer kann auch wieder gerade stehen. Ja, das nur so als kleine Info von mir. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Falls irgendjemand von euch da eine andere Lösung kennt, immer gerne her damit.